Hey Chomba, willkommen in Night City und in diesem Video. Ich habe wieder einige Details für dich, die du in Cyberpunk 2077 wahrscheinlich übersehen hast. Wenn dem so ist, dann schreib es doch gerne in die Kommentare, natürlich auch wenn es anders ist, also wenn du die Details bereits kanntest. Okay, wir fangen an. Es gibt ganz am Anfang eine Mission und dort retten wir Sandra Dosset. Du erinnerst dich, Sandra war die Frau in der eisgekühlten Badewanne, die wir von den Scavs retten mussten. Offenbar wurde Sandra schon etwas länger vermisst und ganz offenbar wurde auch sehr nach ihr gesucht, bevor dann am Ende zwei Typen für ihre Rettung engagiert wurden. Das geht aus einem Detail hervor, das man im Grunde überall in Night City finden kann, und zwar durch diese Milchkartons hier. Wenn du dir mal die Mühe machst, alle Seiten zu betrachten, dann wirst du feststellen, dass auf der Rückseite ein Bild von Sandra Dosset gedruckt ist, samt einiger Infos zu ihrer Person. Das Ganze ist nicht nur eine Referenz auf die Rettungsmission, sondern auch eine Referenz an die Aktion in den späten 70ern und 80ern in den Staaten. Dort kam wohl das erste Mal jemand auf die Idee, Bilder von vermissten Kindern auf Milchkartons zu drucken, um so Hinweise zu erhalten. Das Ganze wurde bis in die 90er fortgesetzt und verschwand dann irgendwann, weil die Aktion am Ende nicht so viele Hinweise einbrachten. Was unsere Milchkartons hier betrifft, wer weiß, vielleicht war es ja ein Hinweis aufgrund eines Milchtrinkers, der uns am Ende zu den Scavs geführt hat. Wechseln wir ins Afterlife. Dieses Detail konntest du unmöglich erkennen, denn es wurde erst zu einem wirklichen Detail, nachdem wir zuletzt mehr über die kommende Anime-Serie Edgerunners erfahren haben. Einer der Hauptpersonen in der Serie ist David Martinez, ein Street Kid aus Santo Domingo, das aus irgendeinem Grund eine Erziehung durch Arasaka genossen hat. Aber das spielt für uns jetzt keine Rolle. Es ist nur wichtig, dass du den Namen kennst. Wenn du dann mal bei Claire vorbeischaust, um zu sehen, welche Drinks sie anzubieten hat, dann wird dir sicher bereits der Johnny Silverhand aufgefallen sein. Aber hier gibt es einen weiteren Drink, nämlich den David Martinez. Also ein Drink zu Ehren jenes Street Kid, das wir erst in der Anime-Serie kennenlernen werden. Wir erinnern uns, einen Drink bekommen nur Legenden, die vor allem eins sein müssen: Tod. Die Frage ist nun, ob wir es hier mit einer einfachen Referenz zu tun haben, also ein kleines Easter Egg, oder ob uns dieser Drink bereits darüber aufklärt, wie die Sache ausgehen wird. Ich glaube nicht, dass CD Projekt Red uns hier ein Spoiler-Ei hingelegt hat, deshalb dürfte die Antwort darauf auf jeden Fall ziemlich interessant sein. Wenn wir hier schon im Afterlife sind, dann schauen wir doch mal hinter die Bar. Dort stehen mittlerweile zwei Fotos. Zu dem linken habe ich bereits ein Video gemacht, das ich dir auch in der Box verlinke. Hinter diesem Bild verbirgt sich eine echt großartige Story. Doch das zweite Foto ist neu und kam erst mit Update 1.5 ins Spiel. Doch was sehen wir auf dem Foto überhaupt? Wir haben es mit einer weiteren Edgerunner-Gruppe zu tun, dem Team Monster. Das Ganze rührt von einem Live-Event auf der GaryCon, auf der das Pen-and-Paper-RPG Cyberpunk Red gespielt wurde. Dabei war Mike Pondsmith und sechs weitere Leute, die jeweils einen Charakter verkörperten, zu denen es Figuren vom Monster Fight Club gibt. Von daher auch Monster Team. Und diese sechs Charakter, also dieser Figuren, siehst du hier auf dem Foto. Es ist damit eine Referenz auf den Hersteller von Cyberpunk-Spielfiguren und vielleicht auch auf die Leute, die das gespielt haben. Aber hier muss ich sagen, in diese Szene habe ich nicht genügend Einblick, um das letztendlich bewerten zu können. Kommen wir zum nächsten Detail, Loot, oder besser gesagt den Lootbags. Wenn sich die Leichen auflösen, bleiben Lootbags übrig. Soweit so klar. Den wenigsten ist aber dabei aufgefallen, dass jede Gang ihren ganz eigenen designten Lootbag hat. Hier mal die Lootbags der Voodoo Boys, der Animals, der Tiger Claws, der Valentinos und der Maelstroms.
Natürlich habe ich die Sixth Street nicht vergessen, die haben ebenfalls ihren ganz eigenen Lootbag. Aber hier an der Location gab es dazwischen noch Leute mit einem Gefahrenanzug, also mit so einem Chemieanzug und Maske, die aber mit den Sixth Street gemeinsame Sache machten. Die haben ganz andere Lootbags als die Sixth Street. Vielleicht waren die mal als unabhängige Gruppe geplant, wer weiß. Aber auch die Scavenger und die Mox haben ihre ganz eigenen Lootbags. Wie du siehst, sind die Lootbags je nach Gruppe unterschiedlich designt und das ist bisher auf jeden Fall den wenigsten aufgefallen, was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass die Lootbags erst auftauchen, wenn man nicht sofort gelootet hat und die meisten looten ja auch direkt. Wir sind in Pacifica. Dort gibt es, sehr auffällig, dieses Riesenrad. Zu gern würde man mit dem mal eine Runde drehen, aber das geht leider nicht. Aber man kann das Teil trotzdem in Bewegung setzen. Das funktioniert, wenn man das Riesenrad als Ablenkung nutzt. Dann passiert nämlich Folgendes. Auf diese Art können wir das Rad immer wieder in Bewegung versetzen. Okay, das ist natürlich kein guter Ersatz für eine eigene Fahrt, aber immerhin wissen viele Leute nicht, dass man das Ding überhaupt in Bewegung setzen kann. Und cool anzusehen ist es auf jeden Fall allemal. Apropos Bewegung, hier sind wir bei der Straßenreinigung von Night City. Wir sehen hier diese Straßenreinigungsfahrzeuge, die sich leider überhaupt nicht bewegen. Da hat man schon solche Fahrzeuge und dann wäre es doch richtig genial, wenn diese auch autonom durch Night City fahren und die Straßen säubern würden. Das hat sich wohl auch jemand bei CD Projekt Red gesagt und seit Update 1.5 fährt diese autonome Reinigungsmaschine hier am Corpo Plaza entlang, um den schönen Corpo-Bereich immer sauber zu halten. Also hoffentlich. Das Fahrzeug bewegt sich langsam, aber konsequent und wir können der Maschine natürlich auch folgen. Allerdings habe ich dann kurz mal weggeschaut und als ich dann wieder hinsah, war sie weg. Offenbar ist das Ganze noch nicht perfekt im Ablauf. Ich denke mal, normalerweise sollte die Maschine wieder zurückfahren oder irgendwo unauffällig verschwinden. Aber aktuell löst sie sich recht offensichtlich in Luft auf. Aber immerhin, wir haben hier einen weiteren Baustein zu einer lebendigen Stadt. Zum Schluss ein Detail, was wohl die meisten kennen, aber weil es schon so oft in den Kommentaren angesprochen wurde, wollte ich dieses Detail nun endlich mal in ein Video unterbringen. Es geht um die drei Muscheln, die man in der Toilette von V's Apartment vorfindet. Dabei handelt es sich um eine Referenz auf den Science-Fiction-Film Demolition Man von 1993. Sylvester Stallone und Wesley Snipes spielten da die Hauptrollen. Mal ganz grob die Handlung umrissen. Stallone verkörpert dabei einen Cop, wie wir ihn kennen, und Snipes einen Gangster. Beide stammen aus den 90ern und aus Gründen, die ich aus Spoilergründen hier nicht weiter ausführen möchte, landen sie im Jahr 2032 und damit für sie in einer fantastischen Zukunft, in der einfach alles besser zu sein scheint. Wer den Film gesehen hat, der weiß natürlich Bescheid und wenn du den Film noch nicht gesehen hast, dann würde ich dir empfehlen, das auf jeden Fall mal nachzuholen. Wie auch immer, in diesem Film gab es eine denkwürdige Szene, die für einige Verwirrung sorgte, nämlich diese drei Muscheln hier. Nun gab es einige Fans, die sich kreative Lösungen überlegten, wie das mit den Muscheln funktionieren könnte. Nur so viel, zwei Muscheln als Zange nutzen und eine als Schaber für die Reste. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Aber die Geschichte dahinter ist tatsächlich eine andere. So berichtete Daniel Waters, einer der Drehbuchautoren, dass er für die Szene, wo Sylvester Stallone auf die Toilette geht, irgendetwas Futuristisches haben wollte, was den Mann aus den 90ern halt verwundern würde. Das Problem war nur, dass ihm einfach nichts Futuristisches zum Thema Toilettengang einfallen wollte. Also rief er einen befreundeten Drehbuchautor an, um ihn zu fragen, ob er irgendeine Idee hätte. Ironischerweise saß der Typ wohl selbst auf der Schüssel, als er das Gespräch annahm. Er schaute sich in seinem Badezimmer um und sagte, dass er hier einen Sack mit Muscheln als Deko hätte.
Daraus ist dann die Idee geboren, dort einfach drei Muscheln hinzulegen. Eine tatsächliche technische Erklärung hat sich der Drehbuchautor tatsächlich aber nie ausgedacht. Es sollte einfach alle nur sprachlos hinterlassen, genauso wie die Muscheln in V's Apartment. Tschum, das soll es auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City.